zu meine Regie. Ja. Heute ist der dritte Tag in Kyoto und wir sind heute beim Inari-Schrein unterwegs. Inari-Schreine werden auch oft als Fuchsschreine bezeichnet. Und zwar nicht, weil Inari irgendwie Fuchs bedeutet, sondern Inari ist die Göttin für Reis, Sake und Fruchtbarkeit und ich glaube noch andere Dinge, aber das sind so die drei Hauptdinge. Die Füchse sind sozusagen nur die Boten von Inari. Die Füchse kommunizieren sozusagen die Wünsche der Menschen zu der Göttin. Also Inari ist die Göttin und die Füchse kommunizieren nur mit ihr. Aber wir werden heute ganz viele Füchse sehen. Also Fuchsstatuen. Und ja, auf geht's. Anderen Leuten, die sozusagen Geld gespendet haben, um hier diese Tore zu bauen. Rumlaufen und hier ist es sehr schön und ruhig. Ne?
5 Yen reinzuschmeißen, um was zu wünschen, aber ich glaube, da gehe ich unten lieber zu irgendeinem anderen kleineren Tempel und mache das nochmal. So, und jetzt geht's wieder runter. Ich war voll nicht excited. So. Ich bin ja auch nicht excited. Jetzt geht's wieder runter.